Hallo, grüß euch. Ich mache heute überbackene Topfenballerschinken. Die mögen wir total gern und ich finde einfach, das ist ein gutes und ein günstiges Essen vor allen Dingen. Ich habe da drinnen 150 Gramm Mehl, eine Prise Salz, nachher tun wir eine Milch. Ich schreibe natürlich das genaue Rezept ein, gell? Zwei Eier. Und da habe ich 50 Gramm Butter, habe ich langsam einfach zerrinnen lassen. Das tun wir noch dazu. Also bei geringer Hitze, dass es nicht braun wird. So habe ich das gemacht. Das verrühren wir jetzt und da schalte ich da derweil die Platten ein. Da habe ich jetzt ein bisschen Butter aufgetan und da machen wir jetzt einen ganz einen glatten Omelettenteig. Dann machen wir eine Fülle aus Topfen und den werden wir nachher in die Omeletten einstreichen, machen einen Milchsahne-Eierguss. Tun das drüber und dann sind das Backerl bei 190 Grad, so circa 20, 25 Minuten, einen Stabzucker drüber und es hat ein ganz ein tolles Mittagessen. Kinder lieben das natürlich. Der Teig muss schön glatt sein. So schaut es dann aus. Und da tun wir jetzt die Palatschinken außerbacken, so viel außergehen und nachher tun wir sie füllen. Jetzt schauen wir zuerst. Jetzt nehme ich einen Pinsel. So, ich tue immer mit einem Pinsel den Butter verschmieren. Dann ist er schön gleichmäßig und dann kann man schön die Palatschinken außerbacken. Gotzen. Den wir es schön verteilen. Und da warten wir, bis sie richtig schön angebacken sind. Die meisten da warten es nicht, bis sie angebacken sind. Und dann heißt es immer, der erste gelingt nicht. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht die große Klappe. Und der erste gelingt mir auch. Beim Rand sieht man schon, da tut es ein bisschen anbacken. Und wenn man sie rütteln kann, dann geht es gut. Da noch ein bisschen. Sechs, so kann man sie jetzt schon rütteln. Dann warten wir noch ein bisschen, bis sie schön sind, sie noch zu hell. Und so gelingen euch auch die Palatschinken bitte. Das darf es nur nicht zu früh umdrehen. Das ist nur zu früh. Und da es ist zu hell noch. Da warten wir jetzt, bis es auf der anderen Seite ein bisschen dunkel ist. Und dann tun wir wieder ein bisschen Butter rein. Ich tue es da nicht so sparen mit dem Butter, weil sonst kleben sein kann. Ein bisschen noch, bis sie braun sein. Dann tun wir es noch einmal umdrehen, dass sie da auf der Seite auch braun sein. Und ich mache jetzt so die ganzen Palatschinken. Schauen wir. Ja, ist nur zu wenig. Und wenn ich die gemacht habe, richte ich auch gleich die Fülle her und dann geht das ratzfatz, nachdem wir sie ins Backerl bei 190 Grad. Gell? Jetzt schauen wir. Ja, ist auch noch ein bisschen zu wenig. Die Pfanne ist noch nicht so heiß. Ich drehe sie noch einmal um und so mache ich jetzt alle. Gell? Vier Töchterlein.
jetzt machen wir die Fülle. Ich habe da 4 Omeletten ausgebracht. Also das ist für 2 bis 3 Personen sicher. Oder gar 4, also je nachdem, wie viel man isst. Gell? Dann tun wir jetzt da in Butter, in Zucker. Das tun wir jetzt schaumig rühren. Ich lasse das jetzt da laufen, weil das ist gleich. Dann tun wir die 2 Dotter rein. Und für die 2 Dotter, die Eiweiß, die habe ich zuerst schon steif geschlagen, damit ich nicht die Maschine abwaschen muss. Das könnt ihr auch anders machen. Ich habe da einen 20%igen Topfen. Ich habe jetzt da keinen Magertopfen genommen. Wenn ihr so einen Magertopfen daheim habt, dann bitte nehmt den Magertopfen her. Das muss gar nicht sein, dass ob der 20 oder 40% hat, ist eigentlich wurscht. Er ist halt ein bisschen fetter, aber es geht der Magertopfen genauso gut. Gell? Also jetzt habe ich drinnen 2 Dotter an Butter, an Zucker, an Topfen, Zitronenschale und ein bisschen Vanille. Ihr könnt auch einen Vanillezucker rein tun. Ich habe das Vanilleextrakt, aber der Zucker geht ganz gleich gut. Dann rühren wir das. Das passt schon. Tun wir jetzt den Schnee unterheben. Und das ist die ganze Fülle gewesen. Es ist schon ein bisschen mehr Aufwand, das muss ich jetzt schon sagen, weil bis man die Omeletten hat, bis man in Schnee geschlagen hat und die Fülle, aber ich muss sagen, es rentiert sich halt auch allemal, gell? Weil es ist halt wirklich was Gutes. Das tun wir jetzt da schön unterheben. Dann gehen sie nämlich auch schön, so frieren sie auch schön. Wenn der Schnee drunter ist, das geht super. So, ich nehme zum Schluss immer, das wisst ihr schon, ich nehme immer noch einen Spatel und tue das noch schön. Dass wirklich alles auch vom Boden auf alles schön vermischt ist. So, und jetzt tun wir, ich habe da eine Auflaufform, die habe ich mit meinem Backtrennfett eingefettet. Das könnt ihr auch bitte machen mit Butter und Mehl, spielt keine Rolle. Und da tun wir jetzt die Omeletten füllen. 4 Stück müsst ihr es halt ungefähr ausrechnen. Wo habe ich den Spatel? Da. Das tun wir jetzt schön füllen. Gut. Das riecht schon so gut. Dann tun wir das einrollen. Und dann legen wir es bitte mit der Unterseite in die Form rein. Das nächste. Dann kommt noch der Guss drüber, gell? So. Einfach schön einrollen. Und mit der Nahtseite nach unten legen.
So, meine Lieben, so schaut das jetzt aus. Da sind alle vier rein. Und jetzt machen wir nur noch einen Guss. Und zwar ist das eine Sahne- und ein Milchgemisch, was ich natürlich genau einschreibe. Das ist eh klar. Dann kommt ein Zucker rein. Das verrühren wir. Und Eier. So, drei Eier. Und das stockt natürlich dann. Und deshalb geht das super. Das Backerl habe ich jetzt vorgeheizt auf 190 Grad Heißluft. Und da glaube ich so 20 Minuten. Und dann ist das fertig. Und dann zeige ich es euch natürlich. Das ist einmal eh ganz klar. Aber das tun wir jetzt drüber schütten. Einfach bis es schön glatt ist. So schaut das aus. Und das schütten wir jetzt da drüber und überbacken die. Die Omeletten. Und wenn sie fertig sind und ich tue sie vom Rehrl aus, dann zeige ich euch natürlich, wie schön die waren sein. Bis später, in 20 Minuten circa. So. So schaut das jetzt aus. Ist das nicht herrlich? Und was ich am liebsten an den Gerichten mag, ist, solange es im Backerl ist, kann ich die Kuchel aufräumen und nach dem Essen nichts mehr. Also da geht es dann ratzi-fatzi. Jetzt tun wir da einen Stabzucker drauf. Wow, schaut das schön aus. Wahnsinnig. So, ich mache jetzt ein Foto. Stell es ins Netz, schreib das Rezept natürlich. Bitte, das Rezept steht immer unter dem Video. Ich werde immer wieder gefragt, was sind die Zutaten, wie viel. Es steht immer unter dem Video. Wo mehr steht, müsst ihr einfach draufklicken, dann habt ihr das ganze Rezept. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch!